Die Zutaten für eine Sauce Hollandaise kann man an einer Hand abzählen. Viele Restaurants greifen allerdings zur Fertigsoße aus dem Tetrapack. Eine Gute-Nacht-Geschichte kommt jetzt bei dieser Zutatenliste. Sebastian zeigt, wie sich die Industrie eine buttrige Sauce Hollandaise ganz ohne Butter zusammentrickst. Die Sauce Hollandaise, eine klassische Buttersoße, besteht aus Butter, Eigelb, ein bisschen Zitrone und Weißwein und ein paar Gewürzen. Für die Hollandaise verquirlt der gelernte Koch Eidotter, Salz, Pfeffer und Zitronensaft in einer Schüssel. Butter stabilisiert das Ei und erzeugt diese besonders cremige Konsistenz. Die Butter darf nur im Wasserbad bei möglichst gleichbleibender Temperatur langsam zugefügt werden. Dabei gilt, die Hollandaise darf nicht zu kalt werden. Unter 68 Grad wird sie dickflüssig und schon ab 73 Grad gerinnt sie. Die Industrie bietet fix und fertige Soßen an. Die bewirbt sie in Werbespots mit viel Küchenromantik. Den Liter gibt es im Großhandel schon für 5,48 Euro. Das sind etwa 40 bis 80 Cent pro Portion. Wie geht das so günstig? Immerhin besteht klassische Sauce Hollandaise aus Wein, frischen Eiern und Butter. Lauter teuren Zutaten. Eine Gute-Nacht-Geschichte kommt jetzt bei dieser Zutatenliste. Erste Zutat, na, raten Sie mal. Und Wasser. Weißweinessig, Branntweinessig, Gewürze, Hefeextrakt, Aroma. Dann nochmal Weißweinextrakt, nochmal Senf, Senfsamen, Branntweinessig, Speisesalz, Paprikaextrakt. Auf den Verpackungen findet Sebastian im Schnitt über 17 Zutaten. Die Soße von Knorr führt die Liste an mit 23 Zutaten. Dabei kommt die Original-Hollandaise mit 4 Hauptzutaten aus. Das kann ich gerade aussprechen. Stabilisator, Tetratriumphosphat. Aber steht echt Sauce Hollandaise drauf? In echter Sauce Hollandaise steckt viel Butter. So auch in der Knorr-Soße. Die Tomi Gourmet arbeitet dagegen mit Butterreinfett, Verdickungsmittel, Ölen und vor allem Wasser. Das steht an erster Stelle. Tomi Les Sauce Hollandaise und Locul kommen ganz ohne Butter aus. Wahnsinn, oder? Eine Art Buttersoße ohne Butter, mit Öl, ein paar Verdickungsmittel und fertig. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Für die Soße aus dem Tetrapack benötigt Sebastian entrahmte Milch, einige Mehle zur Verdickung, Xanthan zum Gelieren, Eigelb und viel Wasser. So viele Zutaten braucht man, wenn man eine Sauce Hollandaise immer griffbereit haben möchte. Wenn sie backstabil sein soll oder auf eine Pizza und. Die wird ja überall verwendet, was mit der Handgemachten überhaupt nicht funktionieren würde. Zutat Nummer 1. Sebastian Lege setzt auf pasteurisiertes Eigelb statt auf frisches Ei. Dazu Milch und Wasser. Und jetzt eine Trilogie von Bindemitteln. Hier Johannesbrotkernmehl. Plus Guarkernmehl und Xanthan. Dadurch kann die Soße aufkochen, ohne dass das Eigelb gerinnt. Butteraroma. Wenn Sie das riechen würden. Es riecht echt extrem. So, wo keine Butter drin ist, muss Aroma rein. Ist doch ganz einfach, ne? Und ohne Butter gibt es Öl. Na klar. Ist ja wesentlich günstiger zum Produzieren. Dafür steht keine Kuh auf der Weide und man muss die Sahne so lange schlagen, damit da Butter draus wird. Nee, Öl kann schnell produziert werden und auch in Massen. Die Industrie verwendet billiges Palm-, Raps- oder Sonnenblumenöl. Die vielen Zutaten verbinden sich erst bei hoher Geschwindigkeit. Sebastian Lege setzt einen Profi-Mixstab ein. Sauce Hollandaise besteht als Fertigprodukt hauptsächlich aus Wasser, pflanzlichen Ölen, Verdickungsmitteln und Aromen. Auch ohne die klassischen Zutaten wird diese Mischung als Sauce Hollandaise verkauft. Und das ganz legal. Der Begriff Sauce Hollandaise ist nicht geschützt. Es gibt kein Gesetz, Leitsatz oder Ähnliches, das sagt, so muss sie zusammengesetzt sein und es muss Butter enthalten sein.
In der Gastronomie sind nur wenige Gerichte geschützt. Ein Wiener Schnitzel zum Beispiel darf nur aus Kalbsfleisch bestehen. Ist es aus Schweinefleisch, muss es Wiener Art heißen. Die Sauce Hollandaise darf auch aus dem Tetrapack kommen. Und die industriellen Zutaten müssen nicht einmal angegeben werden. Das muss nicht in der Speisekarte deklariert sein. Ich kann natürlich nachfragen, aber die Frage ist auch, was für eine Antwort bekomme ich da? Denn selbst wenn ich eine Tetrapack-Soße nochmal aufwärme und vielleicht etwas verfeinere, kann ja die Aussage sein, die haben wir hier frisch gemacht. Da hilft nur ein geschulter Gaumen. Jemand, der schon mal eine richtige Sauce Hollandaise probiert hat, der weiß, ob das da jetzt Butter drin ist oder ob das eine mit Öl ist, die irgendwie aus der Packung kommt. Selbst wenn es nur irgendwie verfeinert ist. Doch die meisten Restaurants scheint das nicht zu stören. Fertigprodukte sind in deutschen Küchen bereits weit verbreitet. In 80-90% der Restaurants wird bereits Convenience verwendet. Mindestens 80% der Restaurants nutzen demnach die Angebote der Gastronomielieferanten. Der Platzhirsch ist Metro mit fast 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Dahinter liegen Transgourmet und Edeka. Transgourmet hat einen Marktanteil von gut 24%. Sie bieten nicht nur einzelne Produkte an, sondern liefern gleich direkt ins Restaurant. Convenience-Soßen sind der Verkaufsschlager der Industrie. Eimerweise werden sie fix und fertig für wenige Euro angeboten. Sie glänzen durch eine lange Zutatenliste voller Zusatzstoffe. Im Angebot Soße Balkanart mit Zuckern und Süßungsmitteln. Schaschliksoße oder Jägersoße mit 19% Champignons und 2% Karotten. Hauptbestandteil ist verdicktes Wasser. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Aufwärmen in der Mikrowelle und ab auf den Teller. So sparen Restaurants viel Zeit und Geld. Die Forschung in dem Bereich Convenience ist wahnsinnig gewachsen. Also die stecken sehr viel Geld in die Entwicklung, weil das einfach ein großer Markt ist, sei es im Supermarkt für zu Hause oder eben auch in den großen Gebinden für Gastronomie. Dabei ist selbst die komplizierte Hollandaise einfach zuzubereiten. Sebastian Lege verrät den Trick für zu Hause. Wo ist der Herd? Brauchen wir nicht. Nein. Wir machen eine schnelle Hollandaise mit frischen Zutaten, ratzfatz. 100%ige Gelinggarantie. Hier Essig und Gewürze, zerlassene Butter, 3 Eigelb, ein bisschen Salz. Man könnte jetzt noch andere Gewürze hinzugeben und, wie man mag. Umrühren. Die Mischung füllt Sebastian Lege in einen ganz normalen Sahnespender. Noch ein paar Tropfen Zitronensaft dazu. Dann verschließen und kurz im Wasserbad erwärmen. Schütteln und fertig ist die lockere Hollandaise. Sie ist richtig luftig, sie ist perfekt gebunden und dadurch auch nicht so schwer. Durch die kleinen Luftbläschen schmilzt sie gleichmäßig im Mund. Und wie Sie sehen können, sie bleibt perfekt stehen. So einfach geht das.